Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute geht es um einen interessanten Text in Apostelgeschichte 11 und eigentlich auf dem Vers 23 will ich stehen bleiben. Es war eine Zeit, wo die Christen verfolgt waren und sind aus Jerusalem geflohen. Aber sie sind in jede Stadt, wo sie hinkamen, haben sie von Jesus erzählt. Die waren einfach begeistert von dem, was Jesus getan hat. Und nichts konnte sie aufhalten. Nicht mal das, dass man sie in Gefängnisse gesteckt hatte. Nicht mal das, dass man sie verfolgt hatte. Sie haben erzählt von Jesus und waren so überzeugt, dass es nur Jesus, der ist, der eigentlich uns versöhnt mit Gott. Und da kamen auch manche nach Antiochien. Da haben sich Christen an verschiedene Nationen gewandt, nicht nur an Juden, da kamen auch Griechen zum Glauben und wurden so gläubig. Die Brüder in Jerusalem haben das gehört und haben sich sehr gefreut und haben dorthin Barnabas geschickt. Und Barnabas ist ein besonderer Mensch, von dem wir viel lesen in der Apostelgeschichte. Und er kam dorthin und er hat sich sehr gefreut und er hat Folgendes ihnen gesagt. Als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll des Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er ermahnte sie, mit Herzensentschluss dem Herrn zu dienen und an ihm zu verharren, also festzuhalten. Was heißt mit Herzensentschluss? Also mit festem Glauben, so eine Entscheidung treffen. Nur das, was von Jesus kommt, ist auch uns zu befolgen. Wisst ihr, heute gibt es so eine Tendenz irgendwie in dieser Welt. Man sagt, ja, Jesus war ein guter Mensch. Er hat ja vieles Gutes getan. Manche sagen sogar, auch die Wunder sind richtig. Aber es ist nicht möglich, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Das geht nicht. Ja, oder sagen weiter, gestorben ist er, aber auferstanden nicht. Das kann nicht sein, dass ein Mensch aufersteht und so. Und in dem bringen sie etwas in die Lehre Christi rein, was eigentlich sie nicht mehr zu der Lehre Christi macht. Weil nur durch Sterben, nur durch Auferstehung können wir mit Gott versöhnt werden. Können wir in diesem Leben wirklich das sein, was er gedacht hat. Stellt euch vor, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und es wäre nur ein guter Mensch, einer von vielen. Es gibt ja viele gute Menschen. Nein, er war Gott. Er ist geboren schon von einer Jungfrau, weil sein Vater Gott ist und nicht ein Mann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an die ganze Schrift glauben. Für uns ist die Schrift etwas ganz besonders Wichtiges. Ich habe etwas, was vielleicht ihr schon alle auch gehört habt. Da gab es doch in den Jahren 1947 bis 1956, hat man in den Felshöhlen in der Nähe vom Toten Meer gefunden viele Schriften. Unter anderem auch die Schriften vom Propheten Jesaja. Und diese Schriften sind so gut erhalten. Stellt euch vor, etwa 2200 oder mehr Jahre. Und man kann die ganze Schriften fast wortwörtlich also finden. Gott hat gesorgt, dass wir durch die verschiedenen Zeiten sind, dass die Bibel so erhalten wurde. Und gerade dort wird gesagt, in Jesaja, dass Jesus wird geboren als ein Kind, dass er also leiden wird, dass er sterben wird, dass er auf sich alle Sünden genommen hat und dass wir durch seine Wunden heil geworden sind. Wir sind geworden heil von unseren Sünden, wir sind geworden heil sogar von Krankheiten. Ja, das ist so besonders wichtig. Und wenn ich dem ganzen Wort glaube, dann kann ich auch das ganze Wort befolgen. Wenn ich aber sage, das ist hier in der Bibel nicht so ganz richtig oder jenes, dann komme ich in so Verzweiflung und werde nie ein richtiger Nachfolger Jesu sein. Deswegen sagt er hier Barnabas, er hat sich gefreut und er sagt, mit Herzensentschluss sollen sie in dem Herrn verharren. Wenn ihr in der Schule mal hört, ja, die Welt ist entstanden durch einen Urknall oder noch durch irgendwas und nicht durch Gott, so wie es in der Bibel steht, dann seid vorsichtig. Wir sind dabei zu glauben, alles, was Gott gesagt hat,
und befolgen diesem Wort in der Bibel. Es kommen vor manchmal Sachen, die ich nicht so ganz gut verstehe. Ich lasse liegen, lese weiter und irgendwann werden sie mir klar. Und die Bibel ist immer neu. Die ist durch den Heiligen Geist geschrieben. Das heißt, Menschen haben geschrieben, aber der Heilige Geist hat es ihnen gegeben. Und die konnten uns das sagen, was Gott sagen wollte, von verschiedenen Menschen in verschiedenen Zeiten. Und die ganze Bibel ist so wichtig. Nehmt euch Zeit, liest die Bibel ganz. Mir ist immer so wichtig, das Neue Testament, dass wir es wirklich gut kennen. Aber auch das Alte Testament ist so wichtig, weil es von dem Neuen Testament redet, von Jesus redet, von dem, der da kommt und der erlösen wird sein Volk, der für das sterben wird und auferstehen. Und durch ihn können wir mal in der Ewigkeit sein mit ihm und leben und uns freuen. Gott segne euch. Ich wünsche einen schönen Tag. Musik.